Wir sind in Berlin-Kreuzberg, im Studio von Tätowierer Nick Carter, ein Künstlername, in der Szene so üblich. Ah, ja. Mit seinem Kunden Daniel bespricht er gerade noch schnell das Motiv. Ah ja, das sieht doch gut aus. Finde ich auch, oder? Ja, geil. Daniel bekommt heute eine Ente mit Bullauge, farbig, was noch überhaupt kein Problem ist. Schwierig könnte es aber ab dem 5. Januar werden, denn viele Farben, die Nick heute noch benutzt, sind dann schon nicht mehr erlaubt. Es ist zurzeit eh schon ein Hassel mit Covid, mit den Restriktionen, mit fehlendem Tourismus, mit allem Möglichen und sowas. Das setzt es natürlich nochmal so die Kirsche auf Sahnehäubchen, ne? So, bist du bereit, mein Lieber? Nice. Die EU hat die Chemikalienverordnung REACH angepasst. Demnach sind ab dem kommenden Jahr Tattoo-Farben mit bestimmten Konservierungs- oder Bindemitteln verboten. Die Begründung, sie könnten allergische Reaktionen auslösen. Ab 2023 werden außerdem zwei bestimmte Pigmente untersagt, die im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Nick Carter hält dagegen. Die Farben, die es jetzt gibt, die gibt es seit Dekaden und funktionieren gut. Und es gab nie irgendeinen Fall, wo wegen dem Pigment an sich es irgendeinen medizinischen Fall gab, der negativ gewesen wäre oder sowas. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt neue Farben auf den Markt zu bringen, die potenziell mehr Gefahren bergen. Das sieht das Bundesinstitut für Risikobewertung ähnlich. Deshalb empfahl das Institut der EU-Kommission schon im Sommer 2020, die Datengrundlage für beide Pigmente zu verbessern. Weil die derzeit verfügbaren Daten nur auf eine vergleichsweise geringe Toxizität hindeuten, sieht das BfR darüber hinaus aktuell keinen weiteren akuten Handlungsbedarf. Doch die EU will offenbar auf Nummer sicher gehen. Das Verbot kommt. Und das sorgt nicht nur bei Tätowierern wie Nick Carter, sondern auch bei den Farbherstellern für Chaos. Viele haben noch gar keine neuen Farben, die künftig mit den Richtlinien konform gehen. Ich glaube, das erste Problem wird Lieferschwierigkeiten sein. Und das war jetzt auch während den Lockdowns, wegen den Corona-Regelungen ein bisschen nervig. Handschuhe waren plötzlich viel, viel teurer und überall ausverkauft. Desinfektionsmittel und so weiter. Jetzt sind die Farben knapp. Das ist schon ein Problem. Am Ende nutzt es nichts, wenn wir Laden aufhaben dürfen, aber keine Farben haben, ne? Vor allem die alten Farben im Januar einfach wegzuwerfen, tut Nick Carter ziemlich weh. Er bezahlt für eine Farbe 20 bis 30 Euro. Also ich habe hier bestimmt 30 Flaschen bei mir drin. Ich glaube, also ich bin nicht der Allerbunteste. Es gibt Leute, die haben hunderte Farben. Dann kann das schon in die Zehntausende gehen. Daniel hat es geschafft. Noch schnell ein Foto für Instagram, damit auch andere Tattoo-Fans über das Ergebnis heute staunen können. Noch ist unklar, ob es solche Tattoos künftig überhaupt noch geben kann. Also wir wissen ja jetzt schon gar nicht, was da kommen soll. Weiß, glaube ich, niemand so genau. Es wird nerven, das wissen wir. Jetzt kommt es auf die Farbhersteller an. Sie müssen die Farben den neuen EU-Richtlinien anpassen, damit Tattoos demnächst nicht einfach nur noch so aussehen.